Hallo und herzlich willkommen zum 67. Let's Play Bericht. Ja, was soll ich sagen? Außer es ist halt eine ganze Weile lang her, dass ich mal einen hochgeladen habe, einen Let's Play Bericht. Kaum zu glauben. Also früher kamen die Dinger ja monatlich. Mittlerweile habe ich ja kaum noch Zeit dafür irgendwie, beziehungsweise kaum Bock, irgendwas aufzunehmen, Let's Play Berichtsmäßig. Ja, aber warum mache ich diesen Let's Play Bericht denn nun eigentlich? Richtig, es stehen zwei Dinge in der Überschrift. A. Amnesia Justine und B. Amnesia A Machine for Pigs. Ja, ich habe nämlich beschlossen, ich werde Amnesia A Machine for Pigs let's playen und habe schon Amnesia Justine let's played und habe alle drei Parts hochgeladen. Mehr wird es dazu auch nicht geben zu Amnesia Justine. Wollte schon mal gesagt haben, wenn ihr reingucken wollt, wenn euch Amnesia The Dark Descent gefallen hat, denke ich mir, seid ihr hier genau richtig mit Amnesia Justine. Und wenn nicht, dann tut's mir leid. Ja, und da heute Amnesia Machine for Pigs rausgekommen ist, werde ich heute den ersten Part aufnehmen und werde auch versuchen, direkt vielleicht was hochzuladen heute. Ich kann euch nichts versprechen. Sollte mir nichts dazwischen kommen, irgendwie ganz unerwartet, werde ich es natürlich auch tun, das Ganze aufnehmen. Ich warte nur noch darauf, dass die Sonne endlich untergeht, damit ich anfangen kann. Ich meine, heute regnet es, das ist ein Vorteil, denn ja, ich weiß nicht, ein sachlicher bleiben, aber ich freue mich so sehr auf das Spiel. Ja, wie schon gesagt, ich warte ja nur noch darauf, dass die Sonne untergeht, damit ich die ersten zwei, drei Parts heute aufnehmen kann. Vielleicht sogar den ersten hochladen kann, wenn mir nichts dazwischen kommt. Ich würde mich riesig freuen. Ich habe so lange auf dieses Spiel gewartet, seitdem ich gehört habe, dass das gibt eigentlich. Hab's mir auch schon vorbestellt gehabt und, hat es gepre-downloadet. Und warte eigentlich noch, wie schon gesagt, dass die Sonne untergeht, damit ich anfangen kann, für euch zu Let's Playen. Es tut mir wirklich leid, dass ich so wenig von mir hören lasse in letzter Zeit. Es tut mir auch wirklich leid, dass jetzt so viele offene Projekte da sind. Aber ja, ich komme einfach nicht mehr hinterher, tut mir auch wirklich leid. Also, und im Moment sieht es generell alles ganz mager aus. Da ich bei den neuen Parts nicht durchgucken brauche, also bei den neuen Videos, wegen der Tonqualität kann ich diese auch schneller hochladen. Ich gebe mein Bestes, um möglichst schnell möglichst viel hochzuladen. Von dem alten Zeugs auch und möchte mich an dieser Stelle vielmals für all diejenigen entschuldigen, die lange warten. Solltet ihr allerdings irgendeinen ganz besonderen Wunsch haben für ein Projekt, welches ich lange Zeit schon nicht mehr weitergespielt habe und für welches ich keinen Grabber brauche, und auch keine DOS-Box, dann meldet euch doch ruhig bei mir. Meldet euch ruhig mal und sagt mir hier unter diese Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet, womit ich denn weitermachen soll, damit ich Bescheid weiß und dann mal endlich irgendwie was machen kann. An dieser Stelle auf jeden Fall mal wieder vielen Dank für euren Support, an all diejenigen, die meine Videos überhaupt noch gucken, an all diejenigen, die mich überhaupt noch abonniert haben, an all diejenigen, die überhaupt noch aktiv dabei sind. Mir Kommentare schreiben, mir hier eine Nachricht per Nachrichtsendenfunktion schreiben. Ja, mir einen grünen Daumen, meinetwegen auch, wenn es mal nicht so ist, einen roten, aber dazu eine vernünftige Kritik dann geben. Ein großes Dankeschön an all diese Leute an der Stelle. Ein großes Dankeschön auch an all diejenigen, die nicht mehr dabei sind, leider. Ihr seid die besten Leute, das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Dafür wird es wahrscheinlich nochmal einen extra Let's Play-Bericht geben, aber ich wollte es an der Stelle mal sagen. Auf jeden Fall an der Stelle auch vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Video.